bist du? Wer sind du, Arschkeks? Wir haben Erfahrung mit sowas. Lehn dich zurück und genieß dich schon. Mitgebracht, ey. Double. Ich bin eine Sekunde zu früh losgelassen. Alter! Der ist Level 14, wie kann der die denn so fisten, Alter? Oh, noch ein Buch. Oh, Daniel, guck mal, ein Viererkreis. Voll perfekt synchron ist das. Geil. Wir waren in den Vierer drin. Der bosmerische Geschichtenweber stand vor den aufgehenden Monden, ein Schatten, der einer Gürtel mit glitzernden Muscheln belastete. Was ist das denn für ein Wort, ey? Großbärtiger Jifre, sprich durch mich. Ich hasse es. Ich klaue euch euren Schrank. Ich klaue nicht, was in dem Schrank ist, ich klaue den ganzen Schrank. Ihr habt dein Geschenk dabei. Aber ich kann es nicht annehmen, wenn ich nicht auch eins. Ich weiß, ihr erhaltet das gleiche Geschenk wie Nimmer. Jetzt könnt ihr Skater Cricket mit eurem eigenen Schädel spielen. Was geht? Jetzt müssen wir tanzen. Ja, natürlich. Genau. Ja, sieht echt creepy aus, ey, wie der die Finger bewegt. Guck dir mal meinen Fingerspiel an. Spooky, scary skeletons. Ja, ne, hast du, ne? Was gibt's noch? Betrunken. Na, no, ich bin so geil. Jetzt sind da zwei Spastis. Na, willst du jemanden trauen, der so in der dunklen Ecke auf einen wartet? Na, Kleiner, wollen wir spielen? Ich mach's umsonst. Ich bin Harry Potter, ich bin berühmt, fick mich. Er steht da einfach nur. Was soll das denn jetzt? Machst du Kong Kong tanzen oder was? Guck mal, da kommt einer dann, der guckt uns an. Ja, der ist rausgegangen, schade. Boah. Der hat keine Ahnung von Unterhaltung. Warte mal, wie ging das eine nochmal, ey, boah. Ich hab's gefunden. Bin genial. Wir müssen auch mal irgendwie so ein Skelettkostüm oder so holen.
Und ich kriege mal nach dieser Mission oder irgendwie sowas. Was? Dann machst du gar die Geräusche, ey. Los, oh, Daniel, lass es uns tun. Ich bin ein bisschen außer Übung. Musst du das? Was denn? Die Rückkehr. Ich guck mir das gerade von der Seite an. Ups. Wie kannst du das machen? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Oh, guck, der hat. Mein Gott! Ich hab die Kamera gerade irgendwie so, dass du meinen Kopf irgendwie nicht sehen kannst, sondern nur der. Weil die Fackel da im Weg ist irgendwie. Jetzt kannst du nicht. In, boah. Die solche Geräusche machen, ey. Wir haben Spaß. Warum sitzt dein Vieh da im Hintergrund? Springt dir das gleich an den Arsch, oder? Das will auch mitmachen. Wir machen mal das sogar synchron. Ja, aber wir. Wenn wir uns todernst gegenseitig anstarren. Okay, komm, dann lass mal weiter. Ich bin ein Werwolf-Skelett. Lass mich mal ein bisschen an dir knabbern, da. In diesem verfluchten Fels befindet sich mehr Schrecken als im Reich des Vergessens. Du willst es doch auch. Jetzt pass auf, ich mach das Ding kaputt. Mit meiner Mama. Wer hat überhaupt nichts gemacht, ey? Ich hab das Ding geschlagen. Ich bin jetzt gerade auf die Ratte brutal draufgesprungen, Daniel. Ich hab jetzt nicht überlebt. Ein Tier, da ist eine Spinne. Ich verdanke euch. Boah. Ich fress die Spinne. Mach auf, im Loch. Was denn? Wie du wieder die Türen aufmachst. Ja, wie im wirklichen Leben. Ihr nicht überleben, um zu berichten, was sich zugetragen hat. Komm schon in den Rand, da ist ein Ring. Meinst du das ernst? Sie, wir haben gerade. Sie sind von unten gekommen. Nee. Wer kommt denn von unten? Von hinten. Ja, das ist klar. Oh, den können wir vergewaltigen, Daniel. Befreie den noch nicht. Oh, schade. Hab ich Spaß. Das ist aber ein Boss. Jetzt ist er frei. Ich wollte ihn doch schänden. Boah. Boah.
Ich nicht. Geisterskelett. Ganz toll. Doch, toter geht's nicht. Ja. So. Ja, ich darf jetzt noch machen. Da gibt's doch eine Treppe, du Arschkeks. Ups. Die Herausforderung. Ich nehm's mit deinem Pferd locker auf. Oh, ich kann das schon wieder nicht anmachen. Jetzt mal. Das hat gesehen. Ja. That's so swag, swag. Wieso kannst du hier Feuer machen? Weil ich eine Quest hab. Achso. Wo sind die schon wieder her? Wow. Ich frag mich die ganze Zeit, warum wir hier die scheiß Türme aufgehen. Wir haben etwas Mächtiges gefunden. Ein dädrisches... Moment, was passiert hier? Oh Gott. Warum hat denn der so geschrien wie ich? Was ist das denn? Das war irgendwie cool. Ich war das nicht. Ich dachte schon, wir entschuldigen uns jetzt. Er hat geschrien, so wie ich, ey. Und nur so, oh Gott. Wie kann er das warten? Wir wissen gar nicht, worum es hier geht, ey, um irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Ja, das ist ja. Traue ich der Echse oder der Elf? Ey, was zum Teufel? Was für ein... Und was macht ihr hier? Mit meiner alten Freundin Angwe begleichen. Sie hat meinen gesamten Beruf. Na, gucken wir mal. Ihr habt es geschafft. Gebt mir das Fleisch. Unauffällig. Venazar ist schon hier. War schon abgegeben? Nein, noch nicht. Ich habe es mit dem gewusst, der andere Typ da. Ja. Ja. Also wir haben für sie gejagt. Jetzt haben wir entweder ihr unauffällig das geben oder ihn. Ja, ich geb das ihr. Ich geb das dem. Gebt mir das Hilfe? Ihr habt mich cool. Vor einem Schicksal. In Ordnung, Echse. Hier ist das Fleisch, das ich für euch besorgt habe. Hört die mich jetzt an? Wir reden jetzt miteinander. Und in ihrer Tasche ist immer und ewig Beute drin. Warum tanzt die denn? Bei mir tanzt die Echse gerade. Bei mir tanzt der, die Frau. Das. Sieht voll bedrohlich aus hier. Das sieht voll irgendwie nach Endgame aus. Oh. Wir müssen den Kristall angreifen. Oh. Alter. Ich geb ihm. Nein. wo bist du? Da. Scheiße. Ich komme. Nein. Ich war genau hier. Ja, belebt dich wieder. Jetzt auch zum Weg schreien. Jetzt genau da vorne. Und wärst du genau da gelandet. Ja, super. Boah. Boah, kommt zu viele Gegner.
Oh Gott, was ist denn das hier? Ah, ich hab die alle tötet, ey. Geh mal auf das Ding los. Weiß ja nicht, was wir hier machen müssen. Ja, genau. Oh Gott, der hat mich beinahe gewonshottet. Alter, der tut sogar den mal spotten. Hilfe, Beam. Na. Ah. Kannst du das ruhig angreifen? Mach ich doch. Okay, weil du musst schon wieder nur boxen. Weil die halt. Oh. Ah. Ah. Na, ah, Hilfe. Geh weg von mir. Ich bin tot. Okay. Ja, ich glaube, dafür müssen wir noch ein bisschen stärker werden. Ich habe auch so eine Fähigkeit, mit der ich irgendwie Gegner auf mich ziehen kann. Ich tu die mal ausrüsten. Was willst du denn damit? Du stirbst doch schnell. Ja, um dich ein paar Mal zu entlasten. Okay, aber ich habe die noch nicht erlernt. Also ich würde schon sagen, dass das so wünschenswert ist. Wie einfach die Seele fliegt und drüber fliegt, ey. Wir nennen das jetzt die Seele. Wir fressen sie. Die teilt sich dann noch auf und dann kriegt der Daniel ein Stück und ich ein Stück. Ja, das freut den Daniel, ja, genau. Der ist der schlimmste Jäger überhaupt, der geht mit dem Flammenwerfer auf die. Ja, der Panzerfaust. Das ist aber nicht sehr clever, Daniel, da hast du nur Flächenschaden. Flammenwerfer fackeln sind das gibt sowieso alles. Was ist das für ein Ding? Ja, ich weiß. Was ist das? Ist das im Geschlechtsverkehr? Da der Penis rein. Das Geld setzen, ob da drauf schlägt oder nicht. Vor allem, das sieht irgendwie noch nicht mal so aus, als würde irgendwie, weiß ich nicht, feste sein, als ob das irgendwas kaputt machen könnte. Das ist einfach nur so. Oder deine Hand da rein. Nicht die Jute, ich will die Jute nicht. Ich will das Signal noch anblasen. Wo ist der Fisser? Der hört sich ziemlich weit weg an. Oder ist er? Der ist da runtergesprungen. Pass auf, hinter dir. Wo ist der denn, oder? Der ist da vom Turm runtergesprungen. In die Eier rein. So, haben wir ja alles erledigt. Gut. Das ist so ein schönes Bild, ey. Wir sind hier fertig und dann ist da so ein brennendes Haus. Ja, so läuft das doch. Wir sind bei schöner Boden mit Belgis und da. Das ist unsere Spur der Zerstörung, einfach nur. Ey, das war nicht zu vermeiden, Daniel. Das war schon am Brennen, bevor wir hingekommen sind. Guck dir den mal an, der sieht nicht gefährlich aus, weißt du? Der sieht mehr aus wie so ein Minion. Ich bin tot. Ich renn weg, hier. Da soll. Aber nicht zu weit, ey. Ja, ich renn nur im Kreis. Er hat dich gleich, Daniel, pass auf. Ich tu mich schon sofort heilen, keine Sorge. Ich sag nur, ey, er schlägt. Alter. Ja, du hältst dich so. Ja, super! Ach, Mann! Ja, du hältst dich sofort, Daniel, genau. Ja, irgendwann geht mir auch die Ausdauer leider. Ja, das is ist es, ja, ey. Man, wir hatten den. Ey. Daniel meinte ja, der hält sich schon, ey. Das waren deine Worte. Zurück in die Aufnahme gehen. Ich bin der Daniel, ich halte mich schon, ey.
Ja, da denkst du immer, du hältst nicht genug, ey. Und dann, der schlägt so schnell zu. Ich tue mich nach jedem Kratzer normalerweise immer ein, deswegen. Ja, der schlägt mich mal einfach zu, dann bist du tot, ey. Vor allem, du hältst nicht so viel aus, ey. Ich verstehe das total. Ich glaube, sowas habe ich gewonnen letztens, so einer Kiste hier, so ein, dieses Zeichen hier, so ein, das hier, das rote hier. Hm? Das habe ich, glaube ich, in so einer Kiste gehabt, das rote Ding hier. Für in die Wohnung zu ecken, oder was? Ja. Ja, weißt du, für meinen Rücken. So ein Umhang. Ja klar, stolper ich drüber, egal. Oh Gott! Oh. Ich hab nicht gesehen, dass das so tief runtergeht. Ich schon, das war wie in einem scheiß Comic. Der hat die Zeitung gelesen, hat nicht gesehen, was vorhin liegt. War wie so ein Looney Tunes Cartoon einfach. Ja, irgendwie schon. Mit nur Gefühl, dass ich hier so einfach in der Luft so ein bisschen weiterlaufe und dann erst bemerke. Ich habe nur meine Karte weg, war auf einmal gesehen, dass ich immer noch falle. Boah, ich wollte doch nur gucken, wo ich hin muss, ja.